Hallo und herzlich willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Und zwar haben wir in der letzten Episode mit dem Magier im Spielmodus gewonnen. Unser allererstes Spiel, allererste Folge im Constructed, also glaube ich, im normalen gewerteten Spielmodus den ersten Sieg mit dem Magier geholt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das gleiche nochmal mit dem Jäger. Schön. Schön einfach mal mit dem Basisdeck gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal geplant, mit jeder Klasse ein Match zu machen, eine Folge, und dann fangen wir so ein bisschen an. Oh, Mirror. So ein bisschen an, vielleicht Packungen zu öffnen, Decks zu bauen, Arena zu machen. Mal gucken. So, Jäger gegen Jäger ist jetzt natürlich ein bisschen tough. Wir haben keinen One-Drop, ne? Ist natürlich auch ärgerlich. Machen wir es mal. Na gut, wir haben den Coin. Machen wir es mal so. Könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Euer Zug. Grüße. Grüße. Mal erstmal so. Grüße. Na? Beide natürlich hier Rang 25. Boah. Scheint auch mit dem Basisdeck zu spielen, oder ist das ein Zufall? Wenn wir mit dem Coin den rausholen, im nächsten Zug kann er angreifen, wir haben wieder drei. Dann können wir den machen. Obwohl, der wird ja gebufft durch den, ne? Machen wir es so. Müsste er drauf, hat er noch ein Leben, dann können wir den mit dem Schützentypen abschießen. Ja, das müsste gehen. Legt euch nicht mit Zahn Legt euch nicht mit Xana an. Sehr geil. Super. Gut. Was machen wir jetzt? Am besten den, ne? Oder? Oder den? Also ich würde sagen, mit dem schießen wir den ab. Und da er sowieso mit der angreifen muss, um den kaputt zu machen, machen wir noch so. Ein bisschen mehr Nützlichkeit aus dem Spott rausholen. Nehmt das! Ja, und dann muss er trotzdem auf das Spöttchen drauf. Und das ist ärgerlich für ihn. Das ist richtig ärgerlich für ihn. Pferd lesen. Tja, my friend. Mucho problema. So, das ist auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir die Wahl. Machen wir hier einen Mehrfachschuss drauf. Wir die beiden weg, müssten nichts opfern. Oder machen wir Schweinchen? Müssten wir aber einiges opfern, glaube ich, ne? Machen wir erstmal einen Mehrfachschuss. Ob sich das so wirklich gelohnt hat, kann man sich jetzt drüber streiten, aber wir haben beide noch vier Karten auf der Hand und ich habe zwei auf dem Feld. Ist auf jeden Fall nicht übel, ne? Glaube ich. So, Waldwolf. Schweinchen. Geladen und entsichert. Poh, okay. Ich glaube ehrlich gesagt, ich meine, ich bin jetzt auch kein Arzt und Profi, ihr wisstet ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, das war ein großer Fehler von ihm. Machen wir erstmal Fährten lesen. Dann nehmen wir doch hier. Ah, haben wir nicht genug Mana, ne? Hm, das ist doof, das ist doof. Na, nehmen wir den trotzdem für die nächste Runde dann zur Not. Wir machen auf jeden Fall erstmal den weg. Dann machen wir Schweinchen. Machen den weg.
Dann machen wir einen Spot. Und mit dem aufs Gesicht. Ja. Ja, ich glaube, das war okay. Ja, du musst. Ja. Und jetzt können wir langsam loslegen, ne? Andrix 13 in meiner zweiten Folge Hearthstone Constructed, ne? Bis im Fernsehen. Ich grüße die Inge und Dieter, die fleißig verfolgen. So, machen auf jeden Fall das hier. Und das. Bumm. 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 Ja, er überlegt. Ja, was gibt es zu erzählen? Wenn ich mich nicht irre, dann müsste gleich, also was heißt gleich, heute Abend ein Hearthstone-Turnier stattfinden, woran ich wieder teilnehmen werde, allerdings wieder mit dem alten Account. Und wahrscheinlich werde ich das auch hochladen. Wie ihr habt. Und wahrscheinlich werde ich wieder auf die Nase kriegen, aber just for fun. Und unser Gegner hier, der Jäger, der kann sich nicht entscheiden, was er spielen soll, ne? Der weiß einfach nicht, was er machen soll. Der ist schon kaputt gespielt. Da läuft die Zeit ab. Da wollen wir aber nicht so sein. Gut gespielt. Ich frage mich, ob ich bringe euch zur Strecke. Ja, sorry, aber was soll das denn? Muss man denn da 100 Jahre einen Timer ablaufen lassen? Ja, okay. Hat er jetzt den PC aus dem Fenster geschmissen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall haben wir unseren zweiten Stern, unseren zweiten Sieg. Und von der neuen Quest, glaube ich, schon den ersten, genau, den ersten Win mitgenommen. Ja, richtig cool. Und dann werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge mit dem Krieger spielen. Ja, ne? Ich möchte so ein bisschen die Standardreihenfolge erstmal zumindest beibehalten. Und gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen, das kurze Match. Im Moment sind wir immer noch ungeschlagen. Hoffen wir, dass es noch lange so bleibt. Wie auch immer, nächste Folge. Tschüss.